Ich empfinde das als Frechheit. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Mich ärgerte dieser Vorwurf. Ich hab's nicht gelesen. Ich sag's schon. Ihr befolgt blind jeden Befehl. Nein. Blind sowieso schon gar nicht? Ist auch so gar nicht vorgesehen. Auch wir als Befehlsempfänger überprüfen letztendlich auch genau das, was uns da befohlen wird. Wenn der Vorgesetzte einen Befehl gibt, muss ich den erstmal ausführen. Ich sag mal, die Rechtmäßigkeit hier nicht passt, dann wird es, kann man das auch in Frage stellen. Würdet ihr für Deutschland sterben? Ganz spontan würde ich sagen, ungern. Das kann passieren. Das ist unser Auftrag. Also in der extremen Situation halten wir die Rübe hin, selbstverständlich. Ihr wollt alle Helden sein. Wer will das nicht? Mein Gott. Ich garantiere nicht. Ich bin auch kein Held, nein. Also ich halte es damit den Pfadfindern. Jeden Tag eine gute Tat, ist in Ordnung, hat aber nichts mit Heldentum zu tun. Soldaten sind Mörder, du auch. Ich empfinde das als Frechheit, mehr muss ich dazu nicht sagen. Die Pauschalaussage insofern stimmt ja schon mal gar nicht. Mich ärgerte dieser Vorwurf eigentlich nur. Quatsch. Das ist einfach Blödsinn. Und tatsächlich, ich finde es auch, ist eine Unverschämtheit. Und das sind oft Menschen, die das behaupten, die sich wirklich nicht mit uns befasst haben. Ihr seid rechtsradikal. Nein. Ein, zwei Personen begegnen einem vielleicht meine Karriere, die etwas äußerst konservative Meinungen oder Ansichten haben. Das sind dann auch oft die, die auch alleine beim Mittagessen sitzen. Diese Behauptung ist schlichtweg falsch. Also ich kenne persönlich keinen, Gott sei Dank. Ich weiß, dass es, dass es da wohl schwarze Schafe gibt und gab, aber nee, kenne ich nicht. Seid ihr mental bereit, jederzeit in den Einsatz geschickt zu werden? Klares Ja. Also man wird schon intensiv auf einen Einsatz vorbereitet. So, und dass man auch selber die Zeit hat, sich mental darauf vorzubereiten. Also. Das ist tatsächlich nicht immer so, dass man sich darauf einstellen kann, aber es gehört ein Stück weit zum beruflichen Selbstverständnis. Ja, klar. Das ist unser Auftrag, das habe ich unterschrieben. Die Frage habe ich mehrfach schon genauso beantwortet. Ihr steht auf Waffen. Steht hier. Wie viele Waffen hast du so in deinem privaten Besitz? Ja, massig. Hat man noch nicht gefunden. Nein, Quatsch. Jetzt muss ich zugeben, dass ich dieses Jahr noch nicht ein einziges Mal schießen war. Ich auch nicht. Zu unserer Grundbefähigung zählt auch der Umgang mit Waffen. Aber dass ich deshalb auf Waffen direkt ausstehe, kann ich auch so nicht bestätigen, nö. Zum Bund geht der, der woanders keinen Studienplatz bekommt. Ah ja. Immerhin Studienplatz. Also ist schon mal klar, dass man bei der Bundeswehr auch studieren kann. Zur Bundeswehr kommen sicherlich nicht nur die, die da anderweitig nicht genommen werden. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, wir haben echt ein paar sehr helle Köpfe. Das ist ja keine Resterampe in dem Sinne. Ihr könnt saufen ohne Ende. Warum denkt man das von uns? Da hat sich auch, ich denke mal auch, das Freizeitverhalten stark geändert. Da gibt es keine großen Saufpartys mehr und solche Sachen. Also Wasser ja. Also zum Beispiel Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure jederzeit.